Hallo, in diesem Video möchte ich eine kleine Einführung und Demonstration für dieses Labor hier geben. Ein Labor, in dem man die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten testen kann. Wenn man jetzt noch nie was von elektromagnetischer Verträglichkeit gehört hat, so ein klassisches EMV-Problem oder eine elektromagnetische Unverträglichkeit, die dann doch jeder kennt, ist, man hat ein Mobiltelefon und man sitzt vor einem Computer mit so Boxen oder vor einem Radio und wenn man dann einen Anruf oder SMS bekommt oder jemand anruft, ich habe nicht mehr viel Guthaben auf der Karte, ruf mal jemanden an, der definitiv nicht rangeht, ich rufe in meinem Büro an, dann hört man in den Boxen so ein ganz klassisches, charakteristisches Störgeräusch und wenn man wieder auflegt, dann ist das Geräusch auch wieder weg. Und das, was hier eben stattgefunden hat, ist so eine ungewollte elektromagnetische Überkopplung. Wenn man einen Anruf oder eine SMS bekommt oder jemand anruft, sendet das Mobiltelefon eine Funkwelle aus, eine elektromagnetische Welle. Und das Kabel, was an der Box dran ist, wirkt wie jedes Kabel, wie eine Antenne und fängt diese Funkwelle auf. Und jetzt ist diese Box eine aktive Box, das heißt, da ist ein Verstärker drin, der hat nicht lineare Elemente wie Dioden, Transistoren und die demodulieren das Signal. Also man hört da nicht die 800, 900 Megahertz, mit denen dieses Handy sendet, sondern man hört den Takt, in dem das Handy dieses Signal an- und ausschaltet. Und genau sowas möchte man jetzt eben messen. Also man möchte messen, was strahlen Geräte ab. Die Emission, die Störausstellung, man möchte messen, die Störimmunität, die Störfestigkeit, was hält ein Gerät für elektromagnetische Strahlung ab, ohne Fehlfunktionen zu zeigen, wie zum Beispiel jetzt dieses Piepen. Ne? Das ist jetzt bei der Box nicht so schlimm, aber man könnte sich vorstellen, wenn es ein Steuergerät aus dem Auto ist oder ein medizintechnisches Gerät, dann könnte das eben eine Störung sein, die da hervorgerufen wird. So, und um das zu testen, muss man sich natürlich erstmal von der Außenwelt abschirmen, weil man möchte ja nur potenziell die Emissionen eines einzelnen Gerätes messen und eben nicht alle Radiosender, Fernsehsender, WLANs der Welt außen ringsrum. Und genauso, wenn man bei einem Störfestigkeitstest auf ein Gerät einstrahlt, möchte man ja auch potenziell nur dieses Gerät stören und nicht die Umgebung mit lahmlegen. Also muss man sich irgendwie von der Außenwelt abschirmen. Wie kann man das machen mit Metall? Ja, deshalb sind die Wände und die Decke und der Boden und auch die Tür in diesem Zelt hier ist aus metallisiertem Gewebe und dieses metallisierte Gewebe wirkt für die Funkwellen wie ein Spiegel. Das heißt, alle Funkwellen, die von außen kommen, die werden zurückgespiegelt, das ist gut, aber alle Funkwellen, die man hier drin erzeugt, die werden eben auch von den Wänden zurückgespiegelt. Das heißt, wenn man jetzt mit dieser Antenne hier hinten eine Funkwelle erzeugt, dann läuft die durch den Raum und wird reflektiert und wird wieder reflektiert und es gibt Wellen, die hier drinnen hin und her laufen und sich überlagern. Und die können sich eben konstruktiv überlagern und destruktiv überlagern und es entstehen stehende Wellen. Also es gibt dann Punkte im Raum, die Wellenbäuche, da schwingt das Feld wie verrückt. Und es gibt Punkte im Raum, die Wellenknoten, da ist praktisch überhaupt gar keine Feldstärke vorhanden. Das gleiche Problem hat man ein bisschen in seiner Haushaltsmikrowelle zu Hause. Da strahlt man auch mit einem Magnetronfeld rein, um Essen warm zu machen. Und dann gibt es auch Punkte, da wird das Essen sehr schnell sehr heiß und verbrennt. Und es gibt Punkte, da bleibt das Essen praktisch kalt. Und was macht der Mikrowellenhersteller? Der baut da so einen Drehteller ein, so mit der das Essen in dem Feld bewegt und eben möglichst gleichmäßig warm macht. Und das könnte man auch hier drin machen. Also man könnte auch hier drin einen Prüfling bewegen in dem Feld und so einen Störfestigkeitstest machen, gucken, wo erreicht man die maximale Feldstärke. Das möchte man aber nicht, weil Prüfling ist vielleicht schwer, sind Kabel dran. Also kommt der alte Spruch zum Tragen, wenn der Prophet nicht zum Berg kann, muss der Berg zum Propheten. Wir lassen den Prüfling stehen, wo er ist. Und wir bewegen das Feld ringsrum. Und das geht mit diesem Objekt hier hinten. Da ist auch so eine metallisierte Stoffbahn dran, an der die Wellen reflektiert werden. Und wenn man das jetzt eben dreht und bewegt, ändert man die Reflexion der Wellen. Man ändert die elektromagnetischen Randbedingungen von diesem Resonator. Und man verschiebt damit diese Wellenbäuche und Wellenknoten und Wellentäler und Berge im Raum hin und her. Und diese stehenden Wellen nennt man in der Elektrotechnik auch Moden und die werden eben mit diesem Teil, mit diesem Modenrührer verwirbelt oder verquirlt und deswegen heißt diese ganze Einrichtung Modenverwirbelungskammer. Und jetzt kann ich hierzu noch ein paar Demos zeigen. Also hier hinten gibt es eine Hornantenne, mit der erzeuge ich eben das Feld und es gibt hier eine Feldsonde, mit der kann man das Feld messen. Und die zeitabhängigen Werte sieht man hier. Im Moment ist das alles nur Rauschen, weil der Signalgenerator ist noch nicht an. Wenn ich den jetzt mal einschalte, dann sieht man, man kriegt jetzt hier eine Feldstärke. Und solange sich nichts bewegt im Raum,
ist die bis auf diese sehr kleinen Werte hier unten, ist die da oben einigermaßen konstant. Und naja, sobald ich mich jetzt hier bewege, ich ändere natürlich auch die Reflexion der Wellen, sieht man, wie diese Werte dort ausschlagen. Die Frequenz, die jetzt hier eingestellt ist, ist übrigens 1 Gigahertz und die Leistung 20 dBm, das sind 100 Milliwatt. Ja? Und also wenn ich jetzt die Feldsonde bewege, dann sieht man, wie sich die Werte eben sehr stark ändern, ja, weil ich die Feldsonde jetzt eben in diesem stehwellenden Feld bewege. Und genau das möchte man ja nicht machen, weil hier ist ja auch ein Kabel dran, das kann ich jetzt nicht ewig drehen, zum Beispiel auf einem Drehteller, ohne dass das Kabel abreißt. Also lasse ich das stehen, bewege das Feld ringsrum. Und das geht eben mit diesem Objekt dort hinten, mit diesem Modenrührer, den setze ich jetzt mal in Bewegung. Und dann sieht man, wie sich dadurch eben jetzt auch hier das Feld recht unregelmäßig, aber doch effektiv verändert. Was man jetzt in dieser Kammer mit den Zeltwänden auch machen kann, man kann natürlich auch einfach an so einer Wand wackeln. Das ist nicht so schön wiederholbar und sehr statistisch, aber das, wie man jetzt in den Messwerten sieht, verändert das Feld eben auch sehr effektiv. Was man ebenso noch tun kann, um Feld zu verändern, auch sehr effektiv, aber auch nicht sehr praktikabel ist, man kann die Sendeantenne bewegen. Also wenn ich die jetzt hier im Raum hin und her bewege, sollte man auch in den Messwerten sehen, dass sich das Feld dadurch sehr stark ändert. Also das wären immer räumliche Änderungen. Und was man für Störfestigkeitstests auch machen kann, ist, ich warte mal wieder, bis das jetzt hier einigermaßen konstant ist. Also man kann natürlich auch die Frequenz ändern, einen Frequenzsweep machen beim Signalgenerator. Den schalte ich jetzt mal ein und dann ändert sich jetzt alle 10 Millisekunden die Frequenz um 1 Megahertz. Da sieht man, wie das sehr, sehr, sehr effektiv das Feld ändert. Und das ist im Prinzip schon sehr einfach und sehr gut erklärt, wie gestrahlte elektromagnetische Verträglichkeitstests in solchen Modenverwirbelungskammern funktionieren. Der Vorteil hier ist auf jeden Fall, dass man mit relativ wenig Eingangsleistung schon eine ziemlich große Feldstärke erreicht. Mit den 100 Milliwatt, die hier reingehen, sind das schon ein paar Volt pro Meter. Durch diese offene Tür hier geht natürlich auch die ganze Zeit Feld verloren. Wenn ich jetzt hier nochmal rauskomme und die Tür ein bisschen zuhalte, ich halte vielleicht mal kurz den Frequenzsweep an, dann sind wir jetzt ungefähr so bei 2 Volt pro Meter. Wenn ich die Tür mal versuche zuzuhalten, dann wird das auf jeden Fall auch mehr. Jetzt sind wir so bei 3 Volt, fast 4 Volt, über 4 Volt pro Meter. Na klar, steigt jetzt die Güte dieses Resonators an und die Verluste werden geringer, weil ja weniger Wellen hier nach außen verloren gehen. Und natürlich würde man so einen richtigen Test machen eben. Wenn die Tür zu ist, aber kann man nicht so schön eine Demo machen. Also wenig Eingangsleistung, hohe Feldstärke, hohe Güte ist definitiv ein Vorteil. Und ein weiterer Vorteil ist, im statistischen Sinne ist das Feld hier drinnen homogen und isotrop. Das heißt, es ist egal, wo ich einen Prüfling hinstelle und es ist egal, in welche Richtung der Prüfling zeigt und vielleicht auch in welche Richtung Kabel angeschlossen sind. Im Mittel sollte das Feld an jeder Position weit genug von den Wänden und in alle Richtungen gleich sein. Und genau das hat man auch bei Störemissions-, bei Störaussendungstests. Es ist ziemlich egal, in welche Richtung ein Prüfling abstrahlt. Das Signal, das Feld wird immer von den Wänden reflektiert und irgendwann kommt das eben wieder an der Antenne an. Und das heißt, man kann sehr robust, unabhängig vom konkreten Abstrahldiagramm des Prüflings, die gesamtabgestrahlte Leistung messen, was auch eine sehr schöne und sehr aussagekräftige Messgröße ist. Ein Nachteil dieser Umgebung ist definitiv, dass man hier drin eben keine Richtungsinformationen oder eben nur sehr schwer erhält. Also man kann nicht so gut messen, in welche Richtung jetzt ein Prüfling abstrahlt oder aus welcher Richtung ein Prüfling am empfindlichsten ist.